Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Schwingungsgehalt selbst. Lichtwelt Verlag, 21. Februar 2023. Leben nach dem Leben. Gespräch mit Erzengel Raphael. Empfangen durch Jan Johannes Kassel. Während dieser Phase der Loslösung der Seele vom Körper und des Übergangs der Seele in ihre Wirklichkeit blickt der Mensch in den Spiegel der Wahrheit. Das vergangene Leben wird im Spiegel der Wahrheit betrachtet. Alle ausgeschöpften und versäumten Potenziale werden bewusst gemacht. Auf diese Weise geschieht Wachstum und erst dann macht sich die Seele auf den Weg zurück zu ihrer Ursprungsfamilie, zurück ins Licht der Unendlichkeit Gottes. Sobald eine Seele voller Liebe auf das vergangene Leben zurückblicken kann, ist die Heilung vollständig und das vergangene Leben gemeistert. Leben nach dem Leben. Was geschieht beim Sterben? Geliebte Menschen, gewinnt neue Erkenntnisse über den Hinübergang vom Leben in das Leben, vom Leben in den Tod, wie ihr es fälschlicherweise bezeichnet und gemeinhin glaubt. Es ist Zeit, dass ihr euch ein wenig Zeit für dieses Thema nehmt. Es ist Zeit, dass ihr auch nach dem Leben mit den Menschen, die euch verlassen haben, in Verbindung bleiben könnt, wenn ihr es denn wünscht. Was geschieht also beim Sterbeprozess? Der Geist und die Seele eines Menschen lösen sich vom Körper. Das ist es, vereinfacht gesagt, was in dem Augenblick, in dem du den Körper verlässt, geschieht. Danach finden eine Neuorientierung und die Rückkehr zu deinem Selbst statt. Für viele Menschen ist dies eine Suche, die ihnen einiges abverlangt, vor allem dann, wenn der Übergang abrupt erfolgt ist oder wenn Menschen, die auf der Erde zurückbleiben und sich einer tiefen Trauer hingeben, nicht loslassen können. Auf diese Weise werden Menschen auf ihrer Rückkehr in das Licht zurückgehalten und deshalb ist diese Botschaft so bedeutsam. Sie richtet sich an dich, der du zu tiefer Trauer, die du nicht aufgeben möchtest, neigst, sobald sich ein Mensch aus deinem nächsten Umfeld verabschiedet. Durch deine anhaltende Trauer unterbrichst du den Kontakt zu dem Menschen, den du betrauerst. Bedenke, das Leben geht nach dem Leben weiter. Jedes Leben findet auch nach diesem Erdenleben weiterhin statt. Tiefe und anhaltende Trauer hat eine sehr niedrige Schwingung und somit ist ein Kontakt mit dem Verstorbenen unmöglich. Das heißt, tiefe Trauer beendet die Kommunikation mit dem Menschen, den du liebst. Eine Kommunikation, die aber notwendig ist, damit du dem Menschen, der von diesem ins andere Leben zurückgekehrt ist, Signale senden kannst. Das Signal, dass du ihn loslässt und dass du dich mit ihm über seinen Aufstieg in das Licht und seine Rückkehr in das Sein freust, das ist die Geste, auf die es dabei ankommt. Wo Freude angebracht ist, herrscht Trauer, und diesen Umstand gilt es zu betrachten, wenn du glaubst, einen Menschen verloren zu haben. Trauer kann Seelen auf der Erde zurückhalten und lässt sie nicht aufsteigen. Jan Johannes Kassel, heißt das, wir sollen gar nicht trauern? Erzengel Raphael, angemessen zu trauern und sich nicht in der Trauer zu verirren, seid in der Trauer angemessen. Das bedeutet, weine deine Tränen und dann komme zu dir selbst zurück und finde deine Lebensfreude wieder. Freue dich über die Rückkehr deiner Lieben in das Licht. Sie sind dir vorausgegangen und viele erwarten dich an dem Tag, an dem du deine Reise beendest und in deine wirkliche Heimat zurückkehrst.
an der Schwelle des Übergangs. Wenn sich die Seele vom Körper löst. Jan Johannes Kassel. Was geschieht, nachdem sich die Seele vom Körper abgelöst hat? Erzengel Raphael. Die Seele löst sich erst dann ganz vom Körper, so sie zu sich selbst, zu ihrem Seelenkern und zu ihrem Ich Bin zurückgefunden hat. Das kann bei manchen Menschen eine Weile dauern. Ohne diese Rückführung zu dir selbst würdest du die Orientierung im Sein verlieren. Menschen, die zeitlebens spirituell gearbeitet und dir Bewusstsein geöffnet haben, finden ganz von selbst zum Urkern der Seele zurück. Menschen, die dem Leben nach dem Leben wenig abgewinnen konnten, die sich im Übermaß mit ihrem Ego identifiziert haben und die Freunde, die aus ihrer Trauer nicht hinausfinden, zurücklassen, müssen sich erst zurechtfinden. Und das nimmt sehr viel Energie und Zeit in Anspruch. Spiegel der Wahrheit. Während dieser Phase der Loslösung der Seele vom Körper und des Übergangs der Seele in ihre Wirklichkeit, blickt der Mensch in den Spiegel der Wahrheit. Das vergangene Leben wird im Spiegel der Wahrheit betrachtet. Alle ausgeschöpften und versäumten Potenziale werden bewusst gemacht. Auf diese Weise geschieht Wachstum und erst dann macht sich die Seele auf den Weg zurück zu ihrer Ursprungsfamilie, zurück ins Licht der Unendlichkeit Gottes. Sobald eine Seele voller Liebe auf das vergangene Leben zurückblicken kann, ist die Heilung vollständig und das vergangene Leben gemeistert. Den Tod gibt es nicht, und doch habt ihr so viel Angst davor. Deshalb macht euch bitte bewusst, wie ihr selbst hinübergleiten wollt und wie ihr jene, die euch vorausgehen, hinüber begleiten könnt. Trauer verweilt nicht in ihr, sondern überwindet sie. Lasst Freude an diese Stelle treten und bleibt erreichbar für die Seelen, die sich verabschieden. Lasst sie los, doch seid empfänglich für ihre Botschaften. Die, die euch vorausgehen, wissen, dass es den Tod nicht gibt. Und das wollen sie allen bedrückten und zurückgebliebenen Seelen vermitteln. Lasst sie los, doch bleibt empfänglich für ihre Botschaften. Das ist der Weg und das ist Freiheit für dich und für die, die du liebst. Der Tod ist die größte Illusion des Menschen. Überwindet diese, indem ihr euch bewusst macht, dass ihr lebendig wart vor diesem Leben und lebendig bleibt nach dieser Existenz. Ich liebe dich unendlich, Erzengel Raphael. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.